Hallo, hallo. So, lasst uns starten in den geilen Tag. Entschuldigung, musste noch ein bisschen am Kaffee nippen. Unser Manager macht mal wieder ein bisschen Mimimi. So, 1000 Euro bleibt übrig, Konzernvermögen 24.000. Wir gehen ins Geschäft. So, die haben jetzt gefehlt hier noch im Mindestbestand, deswegen sind die nicht bestellt worden. Was ist hier Kapazität? 420. So. Der muss sowieso auf zweimal kommen, weil ich glaube, der kann nur 400 Waren transportieren. Aber wenn wir hier noch am Abarbeiten sind, dann kann er das vielleicht nicht einstellen. So, dann stellen wir einfach noch so eine kleine daneben. Kostet ja nicht viel, 500 Euro, stört uns ja nicht. Können wir ja damit arbeiten. So, da die Hosen sind auch leer. Wo haben wir denn noch so viel Bestand hier? Jetzt muss ich mal gucken hier. Was haben wir denn da so ausreichend noch da? Naja, es ist jetzt keine Überbestände, ne? So 13, bla bla bla, 10. Das ist jetzt alles. Boah, Alter. Gut, von denen hätten wir vielleicht ein bisschen viel da, aber gibt's wieder andere Tage. Und die sind nicht gut gegangen, die T-Shirts. Haben wir da überhaupt welche verkauft? Moment, lass mich mal gucken. Null verkauft. Wow. Null ist schon echt. Warte mal, da machen wir hier mal Rabattcode. Oh, probieren wir es mal mit 5. Und bei denen auch, die gehen auch nicht so gut. Machen wir überall mal 5% Rabatt hin. Und dann schauen wir mal, ob das dann besser fliegt. Die mit der Hand, die gehen ganz gut. So, vielleicht gehen die dann besser. Thanks. So, hallo, hallo. Na, seid ihr bereit? Friederike, da schau, die füllt schon auf. Da, die sind ganz gut weggegangen. Können wir mal gucken, wie viel das wir von denen verkauft haben. Ob wir da auch ein Schildchen machen sollten. Mal so. Ja, das geht auch. 16 verkauft. Nö, da muss man nichts tun. Hier 0 verkauft, da 0 verkauft. Hier Active Sports, wir haben auch 0 verkauft. Welche ist denn das? Der Echtstände hier. Geht auch schleppend, ne? Bis auf die roten Jacken, die gehen ganz gut. Nun ja. So, Paulina, du hast es drauf, ja? Alles im Griff, sehr gut. So, wenn wir dann durchschnittlich so 3000 Euro Konzerngebühr ungefähr abdrücken hier im Laden, dann gehen 1000er für die HQ-Kosten weg, bleiben 2000 übrig, also wir könnten theoretisch noch ein bisschen Geld rüberschieben dann den neuen Laden. Gut wäre es natürlich, wenn wir es alleine stemmen könnten. Aber wenn wir da so mit, ich sage jetzt mal 28.000 oder so starten oder 25.000, sollte das eigentlich ausreichen. Thank you. Dann starten wir halt, oh, mit einem etwas kleineren. Ah ja. Merlin ist da, sehr gut. Was, die sind auch leer? Was? Achso, das sehe ich jetzt hier gar nicht. Warte mal. Kann ich das hier sehen? 32 Stück. Na gut, ich weiß nicht, wie viel Larissa davon kaputt gemacht hat. Das ist immer so die Sache, ne?
Aber da macht sie jetzt ja deutlich weniger kaputt. Die hatte schon 2 Skillpunkte da drin. Auch nichts mehr zum Auffüllen. Okay. Oh. Na gut. A little help. Ja, ja. Paulina kommt und hilft dir. Okay, da die Rotenjagd. Auch weg? Okay. Krass. Ja. Die roten, die schwarz-weißen. Da muss ich dann den Mindestbestand noch mal ein bisschen anpassen. Und hier die Schuhe. Es wäre halt geil, wenn man das dann hier im Laden auch machen könnte, ne? Das wäre schon echt nice. Aber gut, so krass verkaufsstarke Tage wie gestern wird es vermutlich auf Dauer nicht geben. Wenn die keine Werbung machen. Aber das kann ja ich dann, wenn ich dann ab und zu mal hier bin, dann noch übernehmen. So, die kommen alle rein. Ja, wunderbar. Rein mit euch. Einkaufen. Shoppen. Shoppen. Ich brauche eure Kohle. Thank you. Dim, dim, dim. Schon 11 Uhr. Wir haben hier... Was ist da los? Irgendwie ist heute wenig Umsatz. Alter, die sind auch leer. Jetzt wird es aber Zeit, dass die Lieferung kommt, ne? Jetzt wird es aber echt nötig hier. So, da kommt ein ganzer Schwung. Jawohl, rein mit euch, rein mit euch. So, die Lieferung ist da. Geil. Beeil dich, Dude. Der Laden ist leer. Ich glaube, ich pack die heute mal aus, ne? Timo ist zweiter Auffüller. Oder draußen steht jemand. Hi, hi. Zwei sogar. Schuhe. Aber ich glaube, Friederike macht das schon. Bis ich hier mit dem Vollquatschen fertig bin. Das dauert zu lang. So, komm mal hin. Ah, Timo macht das. Okay. Na gut. So. Die sind noch nicht da. Die sind auch noch nicht da. Ja, 400 Artikel, ne? Das dauert ein kleines Päuschen, bis er wird, ein kleines Weilchen, bis er die durch hat. Alter Schwede, die haben halt aber wirklich fast alles hier gnadenlos mitgenommen. Was packt denn der aus, der Timo, sage mal? Beeil die mal ein bisschen. Nochmal gucken, ob von den schwarzen Schlappen schon welche da sind. Auch nicht. Timo, gib Gas! Lieferung ist da. Marlon nimmt eine Pause. Alles klar, Marlon. Jo, da steht noch ein Dude. Hey, hi, hi. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Die geilsten Schuhe überhaupt. Oh.
Gut, jetzt hat er mitgemacht hier, der Freund. Das hat er einfach abgelehnt hier. So. Kann ich die zweite Ladung abladen? Warte, hat er das damit aufgeschmissen? Oder? So. Das gibt's ja gar nicht. Er ist doch schon fast durch hier. Ah, da war schon mal was aufgefüllt, das ist schon mal gut. So, die roten Jacken sind auch wieder da. Das hat die Lucy schon gemacht. Hier die Röcke fehlen. Ah, endlich. Na, der Wahnsinn. So, die schwarzen Schuhe davon sind auch schon wieder aufgefüllt. Ja, sehr gut. Hello, hello, hello. Entschuldigung. Hier, kommen Sie an. Hier, ich habe Schuhe. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Also, ich habe so das Gefühl, es wird nicht ganz so stark wie gestern, oder? Das kann vielleicht auch täuschen, weil der Anfang war doch ein bisschen schleppend, würde ich sagen. So, sind die Schuhe jetzt endlich da? Jawohl. Ah, Timo ist fertig mit dem Entpacken der Wahl, das wollte ich sagen. So, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, aber jetzt hier ist gut Zulauf. Also das, ja, das gefällt mir. Hopp, rein mit euch. Ja. So, Friederike ist schon nach Hause gegangen. Oh. Hm. Jo, hopp, komm rein, Dude hier. Ich hab Schuhe. Ich hab Schuhe. So. Gut, hopp, rein hier. Kauf dir schöne Schuhe. Oh Gott, was ist denn hier los? Schon wieder komplett Ausverkauf hier. Also ein Lagermitarbeiter ist ja fast ein bisschen überfordert. So, hier noch ein bisschen was dranhängen. Timo, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen hier. Hi. Oh, schade, zu spät. Alter, die schwarzen Latschen da schon wieder komplett weg. Was ist denn da los, sag mal? Hi, spare 2 seconds. So, die lila T-Shirts, die gehen gut hier. Aber da immer noch nichts weggegangen, oder? Also die 5% haben nicht geholfen, würde ich sagen. Oder? Schauen wir mal nach. Ja. Oh doch, das sind welche weggegangen jetzt. Aber von denen nicht. So, schön auffüllen das ganze Kämpelchen hier. So, wir könnten noch ein paar Kunden gebrauchen. Ja, wie sieht's aus? Merlin hat irgendwas geskillt. Sehr gut. Marlon geht nach Hause. Ciao, Marlon. Gute Arbeit heute. Jetzt habe ich schon so ein leichtes, weinendes Auge heute. Also, ich hätte schon ein bisschen mehr Umsatz erwartet. Hm. Naja. Aber 14.000 Euro Umsatz in dem Laden, das ist schon
ist schon eine Wucht, ne? So kann man schon echt nichts sagen. Thanks. Hey, got a sec. Hey, a little help. Aber es kann vielleicht auch daran liegen, dass wir zeitweise gut ausverkauft waren. Weiß ich's nicht. Oh, was denn? Oh. Was mit Timo los? Warum hat er den Kunden da nicht bedient? Was? Oh Gott, Alter, was bist du für eine Pissnelke, sag mal. Okay. Er freut sich trotzdem. Ja, dann ist ja alles gut. So, wie sieht's hier aus? Jerome? Jerome? Ja. Er setzt sich wieder in Bewegung, sehr gut. Timo füllt noch schön auf. Sehr gut, passt alles. Na, 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 jawohl, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Thanks. So, jetzt gucke ich mal, wie es hier aussieht. Ja, besser, ne? Also die waren's, die roten Jacken und die Schuhe da drüben. Aber das passt jetzt auch, ne? Weil heute ist nicht so verkaufsstark. Das ist krass. Deutlich weniger Umsatz heute. Nur, in Anführungsstriche, nur 10.000 gemacht. Hi, komm rein hier. Ich habe Schuhe. Schuhe. So. Gut, gut. Dann können wir hier nochmal auffüllen. Oh, nee, können wir nicht. Haben wir nichts mehr zum Auffüllen. Feierabend. 22 Uhr schon. Krass. Tatsächlich halt nur 10.000 Euro. Es ist im Vergleich zu gestern halt 30% Einbruch halt, ne? Das ist schon... schon heftig. So, haben wir alle. Gut, dann ab ins Büro, ne? Schönen Feierabend. Sechs, ne? So, jetzt muss ich aber Jerome habe ich hier den Tag ausgenommen, genau. So, dann Skillpunkte. Merlin hat wieder irgendwas gelernt. Dann machen wir mal überzeugen. Dann im Mindestlager wollte ich gucken bei Hemden. Hier machen wir mal 50 und hier machen wir mal 35 und bei den Schuhen waren es die eigentlich mal ausverkauft waren. Da gehen wir mal auf 18 hoch. Bestellung hinzufügen. Kaufen. Gut. Dann haben wir noch Konzerngebühr 3.500. Das ist okay. Werbung können wir aktuell nicht machen. Das lassen wir mal kurz ein bisschen dümpeln. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Headquarter. Ja, ja. Einen Konzeptpunkt, jawohl. Zur Stadt. Dann gehen wir mal ins Headquarter. Schöpfen mal noch ein bisschen Kohle vom Geschäft ab.
Den rümpeln wir jetzt richtig leer. Oh. Ja, dann machen wir 1000. So, dann haben wir 27.000. Wow. 27.000. Alter. Ich glaube, ich gehe noch mal an die Tafel hin. So. Ist es jetzt weg? Ja, jetzt gibt es Frieden. Dann gucken wir doch mal einen Laden. So, aktuell ist nur der hier unten frei. Gucken wir uns den mal an. Gefällt mir auch nicht sonderlich gut, oder? Wir hatten einen anderen Laden. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah. Aber da war der Lagerraum hier drüben, ne? Und hier alles voll. Gut, wenn wir den kaufen, können wir das eh noch umgestalten, wie wir wollen. Wollen wir uns den hier mieten? So, mal jetzt. 1250. Niedrig. Wir wissen schon ungefähr 4,5 Millionen. Ach, ich glaube, das machen wir, oder? Komm, wir mieten uns da ein. Und dann gehen wir zum Headquarter und überweisen dem Laden ein bisschen Geld. Ich muss, glaube ich, noch erstes Konzept hinzufügen. Das war unten, oder? Leere Geschäfte. Ja. Schulstraße 225. Ah, ja, jetzt. So. Vorbereiten. Frankenswolle. Geld überweisen. Machen wir mal 24.000. Ich lasse hier mal ein bisschen was drauf. Habe ich das jetzt nicht gemacht? Vorbereiten. Frankenswolle, Geld überweisen. Achso, ich hätte akzeptieren müssen. Ich lasse hier mal 24.000 akzeptieren. Dann haben wir noch 3.000 drauf. Das ist nicht so ganz so knapp. Und dann müssen wir halt ein bisschen sparsam agieren. Das passt alles. Gut, dann wollte ich hier nochmal gucken. Aha. Das war die Wirkung des Tagesmanagers auf jeden Fall erhöhen. Der hat nichts. So, das ist auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal unten beim Konzernleiter, was der Dude hier so macht. Eigentlich bin ja ich der Konzernleiter. Ich weiß nicht, warum ich das dem weitergeben musste. Und dass die Das machen wir so, genau. Jawohl. Dann würde ich sagen, gehen wir in unseren neuen Laden. Dam, ha, herzlichen Glückwunsch. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen geht's weiter beim Einrichten im Laden. Tschüss.